Rot, die einschlägigen Farben. Mitte Nummer 42, Maximilian Michali, ein Forstwirt hier aus Meerwitz, geht heute ein bisschen fremd, ist ansonsten in der Belarus-Front beheimatet, aber wahrscheinlich wollte Mike heute seinen Trecker mal wieder selber fahren. Warum fliegt das? Jetzt am Wasserloch Jörg Kils aus Dessau, vor 2 Jahren hier Parcours-Gewinner. Also ein Gesamtblick, der sich hier dem Trägerfreund bietet. Da geht einem das Herz auf. Jawohl, das Schiff legt an. Belarus, John Deere, Ford, Panomag. Und nicht zu vergessen die vielen wunderschönen Exponate der Marke Eigenbau. Hier in der Mitte jetzt Jasmin aus Görzke, unterstützt ihren Henry. Natürlich Russenfront Meerwitz, Nico ebenso. Und ein ebenfalls langjähriger Teilnehmer mit der Nummer 11 hier, Lutz Adolf von den gastgebenden Treckerfreunden vom Meerwitzer Heimatverein. Hallo Lutz! Mit der Nummer 24, Toni Schimmweil aus Eserich. Und die Ehrenrunde rundet. Ist heute mit einem Kremsler gespannt hier. Ich bitte mal Erwin hier in die Mitte des Platzes vorzufahren. Erwin Paudler aus Tiefen, bitte mal hier in die. Erwin, Kommando zurück. Trecker kann noch ausbleiben. Aber Erwin möchte mal bitte persönlich hier nach vorne kommen. Erwin aus Thiessen mit dem schönen Fahrwerkbremser, bitte mal hier nach vorne kommen. Trecker, GT4 im Himmelblau hier aus dem Nachbarlandkreis Anhaltsherbst. Auch Dominik Behles aus Bergholz heute hier wieder am Start, gefolgt von Meister Behles himself. Jörg, machst du sehr schön. Kramer, wer kennt es nicht? Und jetzt aus dem Wasserloch, aus der Gemeinde Schönefeld, Landkreis Garmisch-Spreewald, Messing-Ferguson. Das sieht sehr schön aus mit der Nummer 28.
natürlich nicht unerwähnt, Bauer Lindemann aus Reuden, Super Dexter, Martin, herzlich willkommen in Meerwelt. Hallo! Bauer Lindemann, einer der ältesten Parcours-Teilnehmer und direkt im Anschluss seine Tochter Lindemann mit einem anderen Oldtimer, der natürlich auch Martin gehört. Auch die Schlepperfreunde Ragusen hier wieder zahlreich vertreten. Herzlich willkommen beim Trägertreffen in Meerwitz. Familie Bürger und Hermann, die Aktivistengruppe Schlepperfreunde Ragusen, ebenfalls Gastgeber. Ebenfalls Gastgeber eines überregional bekannten Schleppertreffens und auch Reuden, Nachbarort aus Meerwitz, ist hier zahlenmäßig wieder schön vertreten. Des Weiteren unser Treckerfreund Tobias grüßt Meerwitz in Deutz. Ihr folgt vom Kamerad Schulze von der Ragusener Schlepperbrigade. Da geht's gleich weiter. Stock. Originalzustand. Vater Schulze beobachtet das hier alles. Schöner als der andere hier, auch Thomsen dieses Jahr wieder dabei. Jetzt hier in der Mitte ein ZT300. Originalfabrikat, liebevoll restauriert. Dieser Traktor bekommt die Prämierung für den originellsten Traktor bei diesjährigen Treckertreffen. Herzlichen Glückwunsch für den ZT300. Dein Preis, eine Flasche Haselländer Kräuterlikör. Herzhaft, ein Genuss zu jeder Gelegenheit. Preisträger ZT300 Daniel aus Planebruch. Planebruch liegt in der Richtung Niemek und wir sind der Meinung, dieser Trecker ist wunderschön aufgearbeitet worden. Das geht beim Motor los, über den Antriebsstrang, inklusive Felgen und Fahrerhaus. Ich bitte um einen Applaus für den originellsten Trecker beim Treckertreffen 2017. Dankeschön. Das war